Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meiner FIFA 20 Karriere mit Eintracht Frankfurt. Wenn es euch wieder gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann starten wir rein in den Dezember. Heute am 1. Dezember, Sonntag, wahrscheinlich der erste Advent, spielen wir zu Hause, nee Quatsch, bei Mainz 05, also auch in deren neuer Opel Arena. Heißt sie noch Opel Arena oder Coface Arena? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall spielen wir dort heute auch zum allerersten Mal. Selbstbeheben und Änderungen speichern. Ach ja, da war ja was. Rode war ja für das Ligaspiel gesperrt. Der hat ja im letzten Ligaspiel einen Platzverweis gekriegt, wo ich mich noch so aufgeregt habe drüber, wo ich gedacht habe, ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Deswegen holen wir mal Moreau oder Moreau, keine Ahnung, wie der heißt, mit auf die Reservebank. Und genau, dann starten wir rein gegen Mainz. Wir haben einen pickepackevollen Dezember mit noch einem Pokalspiel, noch einem letzten Europa-League-Spiel, Vorrundenspiel, Gruppenphasenspiel und dann, ja, ist auch schon wieder die Hinrunde vorbei. Ja, die beiden Kontrahenten stehen sich da gegenüber. Obwohl, so ein richtiges Derby ist es ja nicht, ne? Naja. Gut, starten wir rein. Zoha, Sebe im Mittelfeld. Alle anderen sind auch soweit startklar. Deswegen, im letzten Part haben wir ja mit einer B11 gespielt gegen Lazio Rom. Das hat so semi-gut geklappt, aber wir haben immerhin einen Punkt geholt. Sind also weiterhin auch ein Tabellenführer. Und jetzt schauen wir uns mal die neue Arena der Mainzer an, die ich wirklich auch sehr schön finde und ich feiere das einfach. Dass jetzt fast alle Bundesligisten, habe ich ja oft schon erwähnt, ihre echten Stadien drin haben, aber man schaut natürlich gerade so beim allerersten Mal mal hin. Oh, schöne Choreografie der Mainzer, muss ich sagen. Ja, und wie gesagt, es ist einfach ein ganz anderes Feeling. Okay, sie heißt noch Opel Arena. Wo war denn dann die Coface Arena oder hieß das vorher so? Naja, auf jeden Fall starten wir rein ins nicht ganz Rhein-Main-Derby. Also es ist zwar ein Rhein-Main-Derby, aber so ein richtiges Derby ist es nicht. Starten wir rein, auf geht's. Ich hoffe mal auf einen Sieg, dass wir uns ja zum Ende der Hinrunde oben irgendwie festsetzen. Aber natürlich ist es traditionell nicht so leicht in Mainz zu gewinnen. Ich glaube, oh, die Mainzer gehen aber ganz schön früh drauf. Ich glaube, die Eintracht hat, weiß ich gar nicht, noch nie in Mainz gewonnen. Ist das wirklich so? Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo die Eintracht in Mainz mal gewonnen hätte. Deswegen glaube ich, wäre es mal an der Zeit, dass wir mal in Mainz hier gewinnen. Aber dazu müssen wir schnell spielen, weil die Mainzer, ey, die legen ja von Anfang an los wie die Feuerwehr. Von daher, höllisch aufpassen. Hasebe, so, hat mal Platz für den ersten Schuss und der geht ein bisschen vorbei. Aber das könnte ein ganz interessantes Spiel werden, wenn die Mainzer so druckvoll weiterhin spielen. In echt haben sie momentan nicht so eine gute Phase, also zum Zeit der Aufnahme. Ich nehme am 30.09. auf, da seht ihr mal, wie weit ich im Voraus schon aufgenommen habe. Weil es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß und wenn ich sehe, wie viel Spaß ihr an den Videos habt, werden zahlreich geschaut, gut bewertet. Das freut mich dann noch umso mehr und deswegen macht es auch Spaß, die Videos hier aufzunehmen. So, Boetius. Das war schön und schnell gespielt von den Mainzern. Durm ist da. Und diesmal auch fair, da brauchen die Zuschauer gar nicht reklamieren. So, mal gucken, wie schnell es bei uns geht. Da ist die Kamada. Nein. Aber Bastos, pass auf. Also wenn das hier so weitergeht, ey, das ist ja Hochgeschwindigkeitsfußball. Da ist ja ein ICE langsam gegen. So, wir haben auch nur 4 Gegentore? WTF? Wir haben die beste Verteidigung. Wer hat die beste Verteidigung? Van Gaal lässt grüßen. So, nochmal. Na, klappt nicht. Schade, ein Freistoß holt er auch nicht raus. Ihr seht das, sofort geht das nach vorne. Die sind sofort mit 4, 5 Mann. Das ist ja Wahnsinn, die überlaufen uns ja fast. Aber das kann auch genauso gut schief gehen, wie jetzt zum Beispiel der Costa. Schade. Kriegt den Ball nicht auf Silva durch. Und wieder Boetius über die linke Seite. Also es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Hin und her findet zwar noch zwischen den beiden Strafräumen statt, aber glaube ich nicht mehr lange. Diene. Auf der Außenlinie gegen Hinterecke. Die Flanke kommt. Das mit Vene. Öztunali gegen Hasebe. Fernandes. Und Boetius. Oder Boetius. Je nachdem, wie man diesen Spieler ausspricht. Schöner Schuss. Hinteregger. Oh, der war ganz schön knapp. Ja, gut. 1-2 Meter hier beim Regen von Mainz. Ist das mal wieder ein sehr heißes Spiel, wo jeder noch so kleiner Fehler bestraft wird. Aber ich hoffe, dass wir weniger Fehler machen als die Mainzer. So, jetzt. Oh, ganz oben. Kamada. Kriegen wir den hin. Dost mit dem Kopf.
Gibt aber den Abschluss. Ne, Eckball, okay. War wohl noch ein Mainzer dran. Wohl anscheinend. Kostic mit der Ecke, das Silva. Ach, nicht das Silva, Silva. Warum sag ich mal das Silva? Bin ich so gewohnt, wahrscheinlich. So, Durm. Hasebe. Da Costa mal über rechts. Und ihr seht, das ist sehr, sehr schwer, da hinten durchzukommen. Also die Mainzer machen das echt gut. Aber natürlich haben auch sie hier einige Lücken, die wir nur finden müssen, wenn wir uns den Ball in Ruhe hin und her spielen und dann auch vielleicht mal ein bisschen direkt. Schade, Bastos kommt da leider nicht hin. Und Diene, und schon haben die Mainzer wieder den Ball. Das ja, machen sie gut. Das ist meine Mannschaft, die sich auch wehrt. Und die es auch, ja, versteht, auch nach vorne zu spielen. Oh, Awoniyi. Das ist auch ein lustiger Name. Awoniyi. Ist im Abseits. Aber ist Jean-Philippe Mateta? Fällt mir gerade so auf. Ist der gar nicht da oder ist der verletzt? Oder haben die den verkauft? Jean-Philippe Mateta. Der super Flop aus FIFA 19. Also da weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Jetzt mal eine Chance. Gut gespielt. Kamada. Naja. Den schaut Müller gekonnt am Pfosten vorbei. Ja, aber nach einer halben Stunde ist das wirklich ein super Spiel. Es macht Spaß. Man muss hinten in der Abwehr sehr wachsam sein. Wir haben auch nach vorne hin ein paar gute Gelegenheiten. Vielleicht noch nicht so zwingend, aber wir haben die Aktion. Jetzt kommt Diene für Mainz. Latza und gut aufgepasst in der Abwehr. Aber ihr seht, die Mainzer, die setzen vorne nach. Die stellen sich nicht hinten rein. Oh, das wird schwer jetzt hinten raus. Tja, ist niemand frei. Müssen wir ihn wohl rausschlagen? Nein, müssen wir nicht. Ist ein bisschen risikohaft, ganz klar. Aber wenn das funktioniert, dann sieht das auch so aus. Dann funktioniert das auch. Ihr seht, man muss nicht immer nur den Ball wegschlagen. Wenn man nämlich in Ruhe schaut, wo die Leute sind, dann sind nämlich die Lücken frei. Bastos. Schön auf Daichi Kamada. Und Müller muss zum ersten Mal richtig zugreifen. Silva. Gegen Meier. Es gibt den nächsten Eckball. Das war mal gut gemacht. Schöner Ball durchgesteckt. Aber Kamada ein bisschen unglücklich im Abschluss. Jetzt vielleicht mal. Die kommt gut, die Ecke. Das Dost. Ja, wie gesagt, nach Eckbällen, da fehlt uns noch ein Tor. Wir haben jetzt nach einem Elfmeter-Tor. Wir haben auch viele Tore aus dem Spiel. Eigentlich nur aus dem Spiel. Ein Freischusstor fehlt mir auch noch. Ja, dann habe ich eigentlich aus jeder erdenklichen Standardposition und Situation ein Tor gemacht. Naja, schauen wir mal. Wieder Dost. Ah, ich habe jetzt das Gefühl, wir kommen so langsam besser rein ins Spiel. Oh, gut gemacht. Meier gegen Silva. Da sah ganz schön alt aus. DNA. 2 Minuten gibt es Nachspielzeit. Meier gegen Abraham. Ja, Vorsicht, nicht zu Flanken kommen lassen. Und wenn, dann ist der Trapp da, der wirklich, ja, mit einer der besten ist in den letzten Spielen. Der uns auch häufig schon einen Punkt gerettet hat. Ich erinnere nur an das Spiel zu Hause gegen die Bayern. Oder auch, ich glaube, sogar letztes Spiel gegen Freiburg, wo er auch in letzter Minute einen Elfmeter nicht gehalten hat, an den Pfosten geschaut hat mit all seiner Erfahrung. Also das war schon relativ risikoreich. Da hätten wir auch gut und gern ein paar Punkte weniger haben können. Aber gut, ist wie es ist. Gott sei Dank haben wir so einen guten Keeper hinten drin. Und jetzt schauen wir mal in der zweiten Halbzeit. Oh, Awoniyi. Das war nicht gut gemacht. Jetzt kommt ein Vene. Der ist auch schnell. Der ist von Lautern, glaube ich, dahin gewechselt. Ein Vene. Holt den Einwurf raus für die Mainzer. Öztunali. Ein Vene bringt den einfach mal risikohaft rein. Da Costa. Und Abseits von Meier. Ist das der Troy Diene von Watford? Oder je nachdem, wo der spielt? Ist auch ein guter Spieler. Also schnell, torgefährlich. Der wird den Mainzern gut tun. So, Boetius, Awoniyi. Schön durchgesteckt, aber Da Costa ist da. Ja, wir müssen wirklich hellwach sein. Das machen die Mainzer gar nicht schlecht. Muss man auch mal fairerweise zugeben. Das machen die Mainzer echt nicht schlecht. Aber wir machen das auch gut. Kostic jetzt über die Außen. Die Flanke kommt rein. Kamada, den kannst du aber nicht hoch anspielen. Den kannst du nicht hoch anspielen, aber Silva holt sich den super zurück und so. Mit einem Versuch und Müller ist da und hat den Ball. So. Ball mal bei uns. Eine etwas ruhigere Phase vielleicht jetzt mal reinbringen, aber ich glaube, solange die Mainzer vorne konsequent mit 2 Mann anlaufen, da ist nichts mit ruhiger Phase.
Das können wir vergessen. Schon wieder ist der Ball weg. Aber wir holen uns den Ball wieder. So, und das ist jetzt die Chance. Wenn Dost den da unten durchkriegt. Scheiße, da war Kamada frei. Aber komm, die Chance lebt noch. Silva steckt auf Dost durch. Der kann sich aber nicht behaupten. Das ist, sind meistens so Entscheidungen, wo es um Zentimeter geht. Zum Beispiel gerade der Ball, wenn der auf Dost durchgeht, dann hat er freie Bahn. Dann war Hasebe, der mal mit nach vorne geht. Kamada und jetzt ein bisschen Platz für Gabriel So, 63. Aber er hat kein Zielwasser getrunken heute. Schade. Gute Aktion. Der arbeitet auch viel nach hinten, macht auch gute Aktionen vorne. Aber so richtig zwingend sind das, wie gesagt, noch nicht diese Chancen. Außer Kamada mal in der ersten Halbzeit, wo Müller mal sich zeigen musste, aber ansonsten ist bislang noch nicht viel zu sehen. Jetzt vielleicht, oh, überragender Ball und das ist doch jetzt eigentlich die Führung. Silva nochmal, nachdem Dost den Ball nochmal erobert hat. Ah, große Chance, größte Chance von Daichi Kamada. Nach dem schönen Hackenball von Bas Dost, muss man auch dazu sagen. Ja, so ist das manchmal. Wenn man dann die Chancen vorne nicht macht, dann wird man hinten eventuell bestraft. Hoffmann und Durm klärt. Gut. Wieder Kamada, schade, das Ding hätte ich ihm mal gegönnt. Schon alleine wegen dieser Vorlage von Dost, ey. Schon das allein hätte eigentlich ein Ding verdient gehabt, aber gut. Wir haben noch 20 Minuten. Das Spiel ist auf Messerschneide. Oh, der Ball war lang, aber zu lang, da kommt Trapp. Macht da ganz in Ruhe, jetzt versuche ich mal was. Ah, nee, mache ich doch nicht. Da steht jetzt ein Gegenspieler. Schaut euch das an. Die laufen vorne zu. Ich wollte eigentlich einen langen Ball nach oben auf die Seite schlagen, aber null Chance. Null Chance. Sofort wieder zugestellt. Und da müssen wir uns halt auch mal, wenn es dabei bleibt, mit dem 0-0 zufrieden geben. Was gegen Mainz gar nicht so verkehrt ist. Aber noch ist er nicht Schluss. Silva hat auch nochmal Bock. Bringen wir nochmal Gacinovic rein. Frischer Mann. Schöner Aufsetzer. Gerade bei dem Wetter. Ah, der geht aber auch so ein, zwei Meter über die Latte. Schade. Schade, schade, schade. Schöne Chance, gut gespielt. Jetzt kommt Robin Quaison für Avunigi. Und bei uns kommt Gacinovic, der vielleicht auch nochmal ein bisschen Frische vorne reinbringt. Da haben wir ihn schon, Gacinovic, Silva. Steckt auf Gacinovic durch. Jetzt hinterläuft Silva und jetzt kann er mal mit links versuchen. Ja, Müller ist da. Und wir bleiben weiter dran. Jetzt kommt eine kleine Druckphase von uns, die wir jetzt eigentlich mit der Führung belohnen müssen. Normalerweise, aber was ist schon normal, nicht? So, Da Costa, Silva, Hasebe, Gacinovic, das sieht alles gut aus. Und jetzt Platz, jetzt für So, jetzt! Ach, diese Weitschüsse kriege ich heute nicht hin. Nee, hat nicht sollen sein. So, der kann es noch 10 Mal probieren, glaube ich. Der Ball wird auch nochmal 10 Mal im Fanblock landen. Jetzt kommt Jean-Philippe Mateta. Ja, 8 Minuten kann er nochmal wirbeln vorne, aber nicht treffen. Das muss jetzt nicht sein. Vielleicht gelingt uns ja noch irgendwie ein Tor. Da ist Mateta und Robin Quaison, die beiden Neuen. Und Vene auf der Außen. Der kommt lang. Gefährlicher Ball. Trapp klärt ihn zur Ecke. Ja, das sind ganz gefährliche Bälle. Das sind so Bananenflanken. Die fallen auch gerne mal hinten rein ins Tor. Die Ecke kommt reingetreten. Da ist Bell, aber Silva, der da, glaube ich, immer nach hinten gegangen ist. Und die Chance. Vene. Ja, Philipp Kostic. Schade, schöner Versuch, aber hat nicht geklappt. So, Bell. Jetzt zu Nali, da ist Latza. Schön durchgeschickt. Nochmal Latza. Und Erik Durm, super gemacht. So, 89. Minute läuft Gacinovic. Ab nach vorne. Kostic, der ist auf jeden Fall schneller als Bell. Der läuft den weg. Und wenn wir jetzt hinten Bas Dost ins Spiel reinkriegen, oder nein, oh, da wollte ich zum 16er zurückspielen, weil ich Durm gesehen habe. Und dann spielt er den Ball so. Ah, schade. Das war nochmal eine große Chance. Jetzt nochmal Mainz. Aufgepasst. Troy Dierney. Aber der holt, glaube ich, auch das Remis hier raus. Der will auch Remis spielen. Hasebe gegen Dierney. Er geht zur Eckfahne. Achtung, die Flanke kommt nochmal. Und somit endet das Rhein-Main-Derby 0-0. Ja, unterm Strich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, wir hatten die größeren Chancen. Mainz hat das wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Die haben gut gepresst, vor allem dann in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war dann nicht mehr ganz so viel los, aber ist schon eine gute Truppe.
Wir haben zwar 14 Schüsse, aber davon gingen, wie gesagt, alleine von So, glaube ich, 7 oder 8 übers Tor. Von daher, 0-0 ist okay. Und das werde ich dem Typen jetzt auch im Interview sagen. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Hinteregger ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Er muss weiter so spielen, genau. Zack. Eintracht Frankfurt ist bislang in der Bundesliga ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass das so weitergehen wird? Hä? Fehler. Fehler im Spiel. Wir sind aus guten Gründen unbesiegt, aber hä? Ach so, oder meint er die letzten 6 Spiele? Weil in der Bundesliga hat uns ja Union Berlin geschlagen und auch Werder Bremen. Aber ich denke mal, wenn da die Zahl 6 vorkam, dann waren die letzten 6 Spiele gemeint. Wie beurteilt sie die Leistung des Gegners? Der Gegner war gut. Ja, haben sie gut gemacht. Weil wir haben ja schon mal verloren, ne? Also von daher. Aber gut, wir hatten schon unser 13. Spiel. Bayern sind Tabellenführer, Leipzig dahinter. Bremen hält sich oben und Union Berlin. Wirklich die Überraschung der Saison. 6. Platz. Hätte ich nicht gedacht. So. Chor. Danke, dass ihr mich wieder in die Mannschaft aufgenommen habt. Hä? Das finde ich auch so unlogisch. Weißt du, die tun ja gerade so, als ob wir wie bei Hoffenheim so eine Trainingsgruppe B aufgemacht haben. WTF? Ja, ich bin stolz auf dich auf jeden Fall. So, Sperre abgelaufen. Sebastian Rode ist wieder spielberechtigt. Alles klar. Den tun wir wieder rein für So. Vielleicht hätte ja Rode eine der vielen Weitschüsse von So reingemacht. Aber ganz ehrlich, das kannst du vorher nicht wissen. Da steckst du einfach nicht drin. So, unser Nachwuchsmann hier, Moreau. Ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. Ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Typ da. So, nächstes Spiel ist gegen Hertha. Gegen die alte Dame. 5. Platz. Wir schauen mal gerade. Bayern immer noch auf dem 1. Platz. Und Bremen hat endlich, muss man ja sagen, ihre erste Niederlage. Und zwar gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat dafür gesorgt. Wie sieht das sonst aus? Schalke und Dortmund direkt nebeneinander. Alles klar. Hertha auf der 9. Haben auch nur 4 Punkte Rückstand. Also es ist ein sehr enges Feld, muss ich sagen. Auch nach unten hin. Okay, zwischen Platz 16 und 15. Da sind mal 5 Punkte Unterschied. Freiburg und die Paderborner. Das wird echt jetzt langsam ein bisschen duster. Also spätestens zum Start der Rückrunde müssen die echt mal anfangen zu gewinnen. Ansonsten geht es ganz schnell wieder in Liga 2 zurück. Aber ich bleibe, wie gesagt, dabei, dass es bis zum Schluss ein spannender Meisterschaftskampf bleiben wird. Und das ist auch gut so. Das finde ich gut so. Nicht, dass wir schon nach 28 Spieltagen wieder einen Meister haben. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Spiel gegen die Hertha wieder. Macht's gut und ciao, ciao.